Hallo und herzlich willkommen hier bei Dein Live. Ich bin der Ben und ich stehe hier vor dem frisch eingeweihten Pixel Hoch 2, denn hinter mir befinden sich die Vorbereitungen für Queer Things. Was das Ganze ist, ich würde sagen, wir fragen mal nach. Niki, erzähl uns doch mal, was ist Queer Things? Queer Things ist eine sozusagen Präsenz vor Ort Bibliothek, wo es nur um queere Bücher geht. Also heißt, wir haben jetzt in den letzten Wochen zusammen mit der Stadtbibliothek München deren ganzes Sortiment mal durchforstet nach, was haben sie eigentlich an queeren Büchern, an Büchern mit queerer Thematik, und haben daraus eine Auswahl getroffen an ungefähr, also in den Kisten da hinten sind ungefähr so 100, 120 Bücher drin, und die werden jetzt 2 Wochen hier ausgestellt sozusagen. Und man kann reinkommen und kann sich die Bücher angucken. Man kann sie nicht vor Ort ausleihen, aber man kann einfach, wir versuchen jetzt gerade eben so ein bisschen eine schöne Atmosphäre herzustellen, dass man hier einfach reinkommen kann und dann hier schmökern kann, genau, sich ein Getränk nehmen kann und so sich über queere Geschichten und Themen informieren kann. Genau. Und erzähl unseren Zuschauern doch einmal ganz kurz, was ist denn queer nochmal genau? Queer bedeutet sozusagen abseits der heteronormativen Lebensweise. Genau. Also oftmals wird ja auch nicht von queer, sondern von LGBTQI+ Community gesprochen. Genau. Also lesbisch, schwul, inter. Genau. Also gibt es alles, was darunter fällt sozusagen, haben wir unter queer zusammengefasst. Ja. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wo genau unterscheidet man nicht queer geschriebene Bücher von queer geschriebenen Büchern? Queer geschriebene Bücher sind dann, wenn queere Geschichten drin vorkommen in irgendeiner Form sozusagen. Also wenn nicht nur hetero-Beziehungen zum Beispiel erzählt werden oder hetero-Liebesgeschichten, sondern wenn da auch, ja, queere Geschichten erzählt werden und queere Liebesgeschichten erzählt werden. Oder es darum geht, dass man die eigene Identität, oft wenn es so ein bisschen Coming of Age ist, dass man feststellt, so irgendwie passe ich gar nicht so in dieses stereotype Bild, das mir die Gesellschaft vielleicht vorgeht, sondern bin vielleicht anders und genau. Und solche Geschichten auch erzählt werden. Steff, warum ist es wichtig, einen Raum für queere Literatur zu schaffen? Wir finden es unglaublich schade, dass es in München noch keinen queeren Buchladen gibt. Es gibt einen Frauenbuchladen und es gibt in Buchläden Teile mit queerer Literatur, aber es gibt keinen ganzen Shop dafür und tatsächlich keinen Raum dafür. Und zusätzlich gibt es in München unglaublich viele AkteurInnen, die eigentlich total Lust haben, sich irgendwie darzustellen, mit Aktionen teilzuhaben oder auch einfach nur die queeren Bücher, die sie selber geschrieben haben, vielleicht vorzustellen, ein Netzwerk zu schaffen. Und wir haben probiert, dem so ein bisschen näher zu kommen. Wir haben zusammen mit der Stadtbibliothek 100 Bücher ausgesucht, 100 wahnsinnig tolle Bücher, die wir alle auch empfehlen würden. Und wir schaffen in der Zeit, in diesen 2 Wochen, wo wir da sind und die Bücher da haben, auch einen Raum für eben Menschen, Institutionen, Privatpersonen, AkteurInnen, die Lust haben, irgendwie was beizusteuern. Das heißt, wir sind da mit Lesungen, Aktionen, Workshop, Medienworkshop auch. Wir haben Kinderfotoaktionen. Und das alles in einem queeren Setting finden wir wahnsinnig bereichernd, weil wir es unglaublich wichtig finden. Es sind queere Menschen überall, aber es gibt leider in der Literatur viel zu wenig, ja, Identifikationspunkte. Und es gibt ja schönerweise unglaublich viele tolle queere Bücher. Nun, wo finden wir sie? Hier. Und wie seid ihr auf dieses Problem gestoßen und wie war eure Entscheidung dann, dass ihr gesagt habt, wir machen das jetzt und wir geben dieser queeren Literatur einen Raum? Ah, sehr gute Frage. Wir haben zum einen schönerweise das Pixel. Also das Pixel, das JFF hat sich eingesetzt, dass es das Pixel Hoch 2 gibt mittlerweile. Das heißt, wir sind in diesem wunderbaren Raum und wir können diesen Raum gestalten. Und wir haben uns gedacht, wir würden gerne auch anlässlich der 2 CSD-Wochen in München eine Aktion, mit einer Aktion etwas beitragen. Und warum haben wir uns für Bücher entschieden? Weil wir Bücher einfach ein unglaublich tolles Medium finden und das sehr, ein sehr kreativer Bereich ist. Zusätzlich ist eben, ja, das ist ja noch ein offener Raum. Aber hätten wir das Pixel nicht schon gehabt, wäre es natürlich so ein bisschen schwierig geworden.
Und ist Queer Things jetzt für alle Altersgruppen oder grenzt sie ein paar aus? Nee, also es ist für alle Menschen von klein bis jedes Alter, jede Person, die sich dafür interessiert. Wir haben tatsächlich eine kleine Kinderbuchauswahl, weil wir das auch ganz besonders wichtig finden. Wir haben Sachbücher, Romane, Science Fiction, Comics, also genau, ich glaube, es gibt tatsächlich einiges zu entdecken. Jetzt hast du es ja schon angesprochen, ihr habt speziell für Kinder Kinderbücher und auch Workshops. Warum ist es denn wichtig, der Jugend, den Kindern queere Literatur näher zu bringen? Voll die gute Frage. Wir finden es sehr wichtig, dass wir im Kinderalter schon Vielfalt abbilden können. Vielfalt ist da, die Menschen sind bunt, wir sind alle sehr vielfältig, aber wir haben leider sehr oft in Deutschland Kinderbücher, wo auch sehr weiße Familien abgebildet werden, sehr binäres Frau-Mann-Denken und wir sind ja viel mehr. Und wir haben schönerweise total schöne Kinderbücher, wo das gezeigt wird, wo eine vielfältigere Familienzusammenstellung auch gezeigt wird. Und die haben wir uns entschieden, ein paar dafür auszuwählen, damit Kinder auch mal reinschnuppern können, was gibt es denn noch? Was gibt es denn noch für, ja, ganz natürlicherweise Familienbilder? Und wir haben uns für ein paar Kinderbücher entschieden, die sehr schön illustriert sind. Wir machen auch ein paar Kinderworkshops, wo wir dazu einladen, dass die Kids mit uns Fotos machen können. Wir haben ein ganz cooles Event, wo auch Kinderbücher vorgelesen werden. Und darüber hinaus haben wir nochmal ein Event, wo wir über Kinderbücher sprechen. Also genau, wir widmen uns der Thematik ganz viel. Luca, erzähl uns doch mal, was hier dann alles stattfindet ab dem 2. Juli. Also zum einen haben wir ja die Bücher in dem Raum, die man lesen kann vor Ort, und zum anderen haben wir Aktionen und Veranstaltungen, die stattfinden. Hier ganz vorne haben wir eine kleine Bühne. Wir sind noch gerade im Aufbau, aber die kann man dann nutzen für Veranstaltungen und Aktionen, wie zum Beispiel bei Lesungen oder so. Und wenn man dann hier in den Raum reinkommt, haben wir Regale, wo die Bücher zu finden sind und mehrere Sitzmöglichkeiten, wo man sich Bücher anschauen kann, sich hinsetzen kann, Bücher lesen kann. Und wenn wir noch... Dann gehen wir doch mal weiter. Dann sehen wir hier. Dann haben wir noch eine Bar, die wir gerade noch am Aufbauen sind, wo man sich Getränke holen kann auf Spendenbasis und wieder hier trinken kann. Genau. Perfekt. Also, wenn ihr auch hier was zu trinken haben wollt oder vielleicht auch die queeren Bücher anschauen wollt und lesen wollt, dann schaut doch gerne vorbei hier beim Pixel hoch 2.